Wurden wir in der Vergangenheit von Wesen anderer Planeten besucht? Es gibt Beweise auf der ganzen Welt, die eine Theorie unterstützen, dass der Mensch Kontakt mit technologisch fortgeschrittenen Wesen hatte. Aus den Überlieferungen der alten Andenvölker wurde eine Legende in den Erinnerungen des Inka-Chronisten Garcilaso de la Vega festgehalten. De la Vega war ein direkter Nachkomme der Inka-Könige, er schrieb die Legende auf, hatte sie aber nie bekannt gemacht. Erst ein Nachkomme, der spanische Biologe García Beltrán, verbreitete diese unveröffentlichten Dokumente, die er geerbt hatte. Und einige Fragmente beinhalten wirklich überraschende Informationen über die Vergangenheit der Ureinwohner Südamerikas. Es wurde erzählt, dass im Zeitalter des Tertiärs, vor etwa 5 Millionen Jahren, als auf unserem Planeten kein Mensch lebte und nur von fantastischen Tieren bevölkert war, ein Flugobjekt, so hell wie Gold, auf der Sonneninsel des Titicacasees landete. Aus dem Schiff stieg eine Frau herab, die den heutigen Frauen von den Füßen bis zu den Brüsten ähnelte, aber sie hatte einen kegelförmigen Kopf, große Ohren und flossenartige Hände mit 4 Fingern. Ihr Name war Orejona und sie kam vom Planeten Venus. Eines Tages war ihre Aufgabe, eine neue Rasse zu bilden, erfüllt. Danach kehrte Orejona in ihrem Raumschiff zurück. Ihre Kinder pflanzten sich fort und widmeten sich hauptsächlich dem Schicksal ihres Vaters Tapir. Zudem blieb ein Stamm in der Titicaca-Region den Erinnerungen von Orejona treu. Sie entwickelten ihre Intelligenz weiter, sie bewahrten ihre religiösen Riten und waren der Ausgangspunkt der prä-inkaischen Zivilisation. Es scheint, dass Orejona die Entwicklung der anderen Völker beeinflusste. Vielleicht erbte die Inka-Tradition deshalb eine Hierarchieform, in der sich die Elite einschließlich des Königs durch das Tragen von prunkvollen goldenen Ohrschmuck hervorhebte. Sie nannten diese mächtige Gruppe die Orejones, um ihre Herkunft oder göttliche Macht darzustellen. Das Merkmal großer Ohren können wir auch bei den Moai-Statuen auf der Osterinsel oder bei den Figuren der Olmeken feststellen. Dazu sollte man noch erwähnen, dass die Praxis einer Schädelverlängerung bereits bei den präkolumbianischen Völkern vorherrschte. Wen wollten sie nachahmen? Die Geschichte der Orejona ist eine intrigierte Legende aus einer alten Andenüberlieferung und hat ihren Ursprung am Titicacasee, wo die monumentale Stadt Tiwanaku gebaut wurde, dem Chronisten Cieza de León nach in nur einer Nacht. Bekannt ist sie als die Stadt der Götter. Alles, was wir in diesem uralten Gebiet vorfinden, ist ein Rätsel. Innerhalb der Mauern gibt es genügend Beweise dafür, dass die Geschichte der Orejona nicht nur ein Mythos sein könnte. Es handelt sich um eine Frau mit 4 Fingern an jeder Hand, mit einem länglichen Schädel und sie stammt von der Venus. Hierzu zählt auch das Sonnentor von Tiwanaku mit seinem impulsanten Steinfries mit Darstellung von geflügelten Wesen, die den Zeptergott, der auch mit dem Schöpfergott Viracocha in Verbindung gebracht wird, begleiten. Die andine Tradition beschreibt ihn als ein Wesen mit weißer Haut, groß, robust und bärtig. Charakteristisch für die Völker Europas. Aber wenn es kein menschliches Wesen wäre? Wenn man die Hände genauer betrachtet, kann man die gleiche Anzahl an Finger wie bei der Orejona erkennen. Das heißt 4 Finger an jeder Hand, genau wie bei den anderen geflügelten Wesen. Aber interessanterweise zeigen einige Studien russischer Forscher, dass sich die Abbildungen auf dem Sonnentor nicht auf den Sonnenkalender beziehen, wie man gedacht hat, sondern auf den Kalender der Venus, den Ursprungsplaneten der Orejona. Ist das ein Zufall? Den halb unterirdischen Tempel von Tiwanaku schmücken 175 Köpfe aus Andesit, Sandstein und Kalkstein. Es gibt keine gleich aussehenden Köpfe. Jeder sieht anders aus. Die Form, die Details und die Merkmale der Köpfe sind einzigartig, als wären sie von realen Modellen kopiert worden. Das steht in direkter Verbindung zu Orejona und Viracocha. Den beiden wurden zugeschrieben, die Erde mit verschiedenen Rassen zu bevölkern und vielleicht auch das Universum. So wäre Tiwanaku der Ursprungsort der Schöpfung. Alan und Sally Landsberg beschreiben in ihrem Buch Auf der Suche nach alten Mysterien, dass die Gesichter wie natürliche Kopien aussahen. Es gab hohe und niedrige, breite und schmale Stirne, vorspringende Augen, schmale Augen, eingefallene Augen, schräge Augen, hohe Wangenknochen und tiefe Wangenknochen und natürlich auch längliche Schädel.
Diese Schädelarten wurden auf dem Gelände von Tiahuanaco gefunden. In vielen Fällen handelt es sich nicht um künstlich verlängerte menschliche Schädel. Die natürlichen kegelförmigen Schädel weisen ein bis zu 30% größeres Volumen auf und sind bis zu 60% schwerer. Vielleicht sprechen wir hier von den direkten Nachkommen dieser Götter. In der Tat gibt es zahlreiche Beweise von länglichen Schädeln in ganz Amerika, aber an einem ganz bestimmten Ort wurden die meisten gefunden. Er liegt an der Westküste Perus in Paracas. Dieser Ort hatte eine direkte Verbindung zu Tiahuanaco, nicht nur aufgrund der Vielzahl von Schädeln mit den gleichen Eigenschaften, sondern auch wegen der immer wieder auftretenden Erzählung von Wesen mit vier Fingern. Wie auch bei der umstrittenen Magna-Schale, eine Keramikschale, die in der Nähe des Titicacasees entdeckt wurde und zur Pucara-Kultur zählt und die noch vor der Tiahuanaco-Kultur herrschte. Sie weist sumerische Keilschriften auf, in der die sumerische Göttin Nimmu oder Nia erwähnt wird, die Darstellung eines Amphiwesens mit vier Fingern an den Händen und vier Zehen an den Füßen zeigt. Dieses Wesen steht im direkten Zusammenhang mit Darstellungen von Reptilien in Al-Ubaid, Irak, die man im antiken Mesopotamien gefunden hat. Zufall? Sowohl in der Tiahuanaco-Kultur als auch in den Kulturen, die sich im alten Peru entwickelten, finden wir Darstellungen von Göttern, die an jeder Hand vier Finger haben. Selbst an den rätselhaften Orten von Paracas, Palpa und Nazca finden wir einige Werke vor, deren Bedeutung aber unbekannt ist. Diese Keramikarbeit der Nazca-Kultur ist wichtig, um den Einfluss der Orejona zu erkennen. Sie zeigt einen Mann und eine Frau beim sexuellen Akt, aber wenn wir ihre Hände genauer betrachten, werden wir überrascht sein. Die Frau hat eine weiße Haut und vier Finger an der Hand, während der Mann eine dunklere Haut und fünf Finger aufweist. Das bedeutet, dass hier zwei verschiedene Rassen abgebildet werden. Wird hier vielleicht die Vereinigung von Göttern und Menschen dargestellt, was in der Bibel erwähnt wird, und die von der Legende der Orejona in Tiahuanaco erzählt? In der Tat könnten die Skelette mit länglichen Schädeln, die in Paracas oder Tiahuanaco gefunden wurden, die Nachfahren dieser Vereinigung zwischen Menschen und Außerirdischen sein. Diese Nachkommen hätten dann die fünf Finger an ihren Händen behalten. Vielleicht handelt es sich auch um Hybride aus Menschen und Außerirdischen, die ihre Schädelkapazität durch die Generationen verloren hätten. Vielleicht gibt es deshalb Hinweise von seltsamen Kreaturen auf Textilien aus Paracas und auf Keramiken aus Nazca, die an einer Hand vier Finger und an der anderen Hand fünf Finger aufzeigen. Wollten sie vielleicht damit die göttliche Vereinigung mit dem Menschen darstellen? In der Wüste von Nazca finden wir im Boden riesige Scharbilder, Geoglyphen vor, deren Ursprung und Zweck ein Geheimnis bleibt, und wir wissen bis heute nicht, wer diese kilometerlangen Linien erschaffen hat. Fakt ist, dass diese Formen nur aus der Luft zu erkennen sind. Erst wenn man sich weit genug vom Boden entfernt, bekommt man eine echte Vorstellung über diese gesamten Figuren und Linien, die die Wüste durchqueren. Wurden sie von Wesen erschaffen, die eine Flugtechnologie besaßen? Oder von den Menschen aus Nazca, damit diese Wesen sie sehen können? Diese Figuren aus der Wüste von Nazca könnten eine versteckte Botschaft enthalten. Die Figur des Affen ist eines der berühmtesten Symbole von Nazca, aber warum hat er an einer Hand fünf Finger und an der anderen Hand nur vier Finger? Handelt es sich hierbei um einen Fehler des Künstlers? Man könnte das annehmen, wenn es nicht eine andere Erdzeichnung gäbe, und wie sein Name schon sagt, werden hier Hände dargestellt, bei der sich das gleiche Muster zeigt, jeweils vier und fünf Finger an jeder Hand. Könnte es ein Zufall sein? Es scheint, dass ihre Designer es zu einem ganz bestimmten Zweck gemacht haben. Ein versteckter Code, den wir nicht kennen. Auch scheint es eine Verbindung der berühmten Linien von Palpa und Nazca zur deutschen Maria Reiche zu geben, die sich ihr Leben lang dem Studium und der Erhaltung dieser Geoglyphen widmete. Diese bemerkenswerte Frau hatte ein auffälliges Merkmal. Maria Reiche hatte insgesamt 9 Finger, 4 Finger an der einen Hand und 5 Finger an der anderen, genau wie bei den Affen. Und den Händen aus Nazca, den Textilien von Paracas oder der Nazca-Keramik. Ist es nicht erstaunlich? Der Verlust ihres Fingers ist ein Geheimnis, aber eine Verbindung zu den Figuren von Nazca, durch die sie bekannt wurde, scheint recht auffällig. Außerdem sagte Maria Reiche über sich selbst, sie sei früher eine Inka-Prinzessin gewesen und dass sie in einem anderen Leben in Nazca gelebt habe. Eine Verbindung zu diesem Land besteht. Könnte etwas Wahres dran sein?
Es scheint, dass die Geschichten von vierfingerigen Wesen nicht nur der Fantasie der Hollywood-Filmemacher entsprungen sind, sondern es könnte einen viel realeren Hintergrund haben, als wir denken. Das heißt, alles, was hier beschrieben wurde, ist nicht willkürlich geschehen, sondern Teil der kulturellen Entwicklung Südamerikas, indem man sich auf jene Wesen bezogen hat, die von den Sternen kamen und das Leben der Menschen maßgeblich beeinflussten.